Hallo, willkommen bei Kosis Deko-Tipps. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gestern sind bei uns da rund um die Wiesen angemalt worden und da haben wir gedacht, da kann man sicher was Cooles machen und das zeige ich heute. Ich mache heute einfach ein paar verschiedene Tipps und anfangen dann mal da mit so einer kleinen Tischdekoration. Da braucht man drei so kleine Strohkränze, einen Wickeldraht, einen grünen diesmal und drei Glaseln. Stood in the moonlight, it's something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever close to the unknown. There's no doubts, no regrets. Thank you.
don't know what you got till it's gone. All red in the sun. Da kriegt man totale sommerliche Gefühle oder vorsommerliche. Das schaut so natürlich und lieb aus und das kann jeder machen. Also wir haben wirklich nur das groß genommen und um den Kranz gewickelt. Es geht voll schnell. Es kann jeder machen. Es ist billig zum Produzieren. Also man braucht nicht viel und man braucht nicht viel Zeit. Und es schaut einfach traumhaft schön aus. Ja, okay. Für einen zweiten Deko-Tipp braucht man ein paar Marmeladeglaseln, ein Holzbrett, aber das kann auch nicht, also das braucht jetzt nicht gestrichen sein, irgendein Holzbrett, ein Wickeldraht, einen grünen und so Kerzenspieße und Kerzen. Jetzt holen wir uns die wunderschöne Pfingstrose. Ein Traum. Ein Traum, oder? So schön. Thank you.
so eine Blüte, das ist einfach wirklich ein Wahnsinn. Das ist Wunder der Natur, echt unglaublich. Und dann auch noch der Duft dazu, also ein Traum. Fertig ist die Pfingstrosen-Deko. Mir gefällt es voll gut. Da Lina auch, weil einfach die Pfingstrosen, die sind so gewaltig. Das ist unglaublich, dass die Natur so eine Schönheit machen kann. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann der Duft noch dazu. Natürlich hat nicht jeder Pfingstrosen daheim und ich habe es auch nur gestern zufällig gesehen, der Markus hat es ja total eingemacht, weil der Rehbock bei uns im Garten siehst, alles kaputt macht und zufällig, wenn wir da unten gegangen sind, habe ich gesagt, wow, die Pfingstrosen und so, habe ich mir gedacht, mache ich heute gleich was damit. Man kann ja da Wiesenblumen rein da in die kleinen Marmeladeglaseln oder Tulpen oder was man halt im Garten hat, das ist ganz egal, das schaut mit allem lieb aus. Es geht wieder um die Grundidee und das ist halt, dass man das Gras, dass man die Glaseln mit dem Gras verdeckt und ich finde, das schaut total sommerlich und originell aus. War total lieb für eine Hochzeitsdeko, für eine Taufe, für eine Firmung, einfach für einen besonderen Anlass. Ja, jetzt kommt Tipp Nummer 3. Wir haben jetzt gerade eine Pause gemacht und entschieden, dass wir da jetzt den Film teilen, weil ich fahre nämlich nächste Woche am Dienstag mit einer Freundin nach Kroatien und ich freue mich schon voll. Und deswegen ist es cool, wenn wir jetzt schon einen Film vordrehen für nächste Woche Mittwoch. Deswegen machen wir da jetzt einen Cut. Und ich freue mich voll, wenn ihr bei uns in den Webshop reinschaut, vielleicht findet ihr was. Also ich hoffe, ihr seid am Mittwoch wieder mit dabei bei Teil 2, was man als schnelles, natürliches, cooles aus Gras machen kann. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, dass ihr mich abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich kann euch inspirieren zum selben Deko-Sachen machen, weil es dort einfach der Psyche gut, wenn man schöne Sachen sieht und wenn man selber was herstellen kann und wenn einem das gefällt, dann freut man sich einfach voll. Ja, ich wünsche euch alles Gute und ciao. Cool, oder? We could drive along an ocean reflecting the sun. Or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin.